Das war meine Spitzhacke. So, jetzt erstmal die 50 Millionen Gänge. Warum auch? Schon die erste Battle-Folge vorbei. Sehr viel gebattelt. Ja, es ist ja am Anfang nicht mehr wie, ne? Buddeln. Ich vermisse jetzt auch keine Action. Das kann erstmal ganz ruhig losgehen. So, welchen Gang nehme ich jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hast du dich rechts verlaufen? Ach genau. Ja, ich bin schon wieder voll da. Ich weiß, ich werde jetzt hier immer beim Tunnelbuddeln sneaken. Eigentlich keine dumme Idee. Ich sollte mir irgendwas auf meine Taste legen. Naja, das geht so. Der kleine Finger wird zwar irgendwann schmerzen. So, noch mehr Eisen. Eisen ist immer gut. 2, 3, 4. Oh, das ist ein schönes Vorkommen. Aber ich muss hier aufpassen. Hier ist Lava. Dann ist Redstone weg. Wir haben über drei Stacks Redstone. Nicht übel. Ich sag ja, wenn man die Zeit hätte und die Mittel hätte, Fallen bauen. Ja. Wobei ich nicht so der Redstone-Experte bin. Naja, bei mir geht's auch so. Also als ich damals im Singleplayer meine erste automatische Farmmaschine gebaut habe, ja, es lief nicht so, wie es laufen sollte. Der hat nicht gefarmt. So, da ist dein Gang, okay. Sind überall Gänge von mir. Nicht wundern. Und noch ein paar Steinspitzhacken. Ach, da bist du schon wieder. Ja, ich packe hier gerade noch mehr Eisen rein. Nochmal 15 Stück. Oh, hohohoho. Soll ich schon mal anfangen, die ersten Rüstungen zu craften? Ja, klar, kannst du machen. Sonst bin ich überfragt, in welche Richtung die World baut ist, aber tendenziell dürfte ich mich ja nicht porten. Ich will jetzt nicht, dass irgendwas Unfaires so passiert. Zweimal Brust. Ah, ich gehe doch lieber wieder meinen Gang. Oder wir sehen uns gerade mal die Höhle an, die ich gefunden habe. So. Also für das hat's gereicht. So, einmal. Zweimal. Jo, danke. So, ja, können wir gerne mal machen. Oh, dann warte, dann suche ich die mal wieder. War das der Gang? Warte, ich muss mal kurz suchen, wo mein... Ach, da vorne doch. Das war richtig. Ich habe zwar nur ein Steinschwert dabei, aber ja. Ja, ein bisschen Rüstung nur zu zweit, damit da nichts von hinten kommt, so. Praktisch einmal im Karree hier. Okay. Vielleicht trifft man hier auf Wasser. Eimer habe ich dabei. Weiß nicht. Aber ja, wie gesagt, da, wenn wir jetzt hier runtergehen, kann man da links hoch jede Menge Gänge und da rechts unten geht's auch irgendwo hin. Also da unten ist, glaube ich, nur Lava, oder? Ja, ich probier mal runterbauen, das vielleicht nicht da an den Lava. Oh, man kann. Wow. Ja, so kann man ja Lava auch ausmachen, ne? Boah. Und hier ist ja auch noch irgendein Gang scheinbar. Ist schon mal gut. So, ich baue hier mal zu. Ja. Da ist noch ein Loch. So. Wow, wow. Laufbug. Ach du Scheiße. Schock so mich hier nicht. Hier ist nix. Warst du hier schon? Weil hier Fackeln sind? Das ist die andere Seite von dem Eingang. Ah ja. So einmal im Kreis gelaufen. Stimmt. Das ist doch schön. So, was wir machen könnten, wir könnten hier links mal gucken. Da waren auch noch Gänge, wo wir die Diamanten... Müssen wir den Gang auch wieder zubauen, den neuen, sonst ist unsere Pol... Ja, klar, klar. Warte mal, habe ich Stone dabei? Natürlich nicht. Wofür? Ja, dass wir den Gang wieder hätten zumachen können. Ach so. Ist hier kein Wasser... Es kann doch hier irgendwo nicht sein, dass hier kein Wasser ist. So, Lava. Nicht in der Wüste hier. Achso, da sind wir hergekommen, ne? Nee. Ja, doch. Ja. Wo bist du? Find ich zwar gerade nicht, aber ich gehe davon aus, doch da vorne. Ich habe eine Idee. Ich komme gleich wieder. Ich nehme mal ein bisschen Stone. Ja, da möchte ich jetzt ungern aufgraben. Ja, Moment. Ach, jetzt hier ist auf egal. Den Gang zurück, den wir gekommen sind.
Moment, hier sind wir nicht hergekommen. Nee, da könnten wir auch noch gucken. Ja, oh Gott, wo lang? Hier ist Eisen, auch wunderbar. Und ich suche mal nach Wasser. So, zwei Stück. Einmal im Kreis gelaufen. Eine Drehung. Kostet ja nix. Ach genau, da unten kamen wir her, beim ganzen Gravel. Ja. Yep. Da kommen wir dann zurück gerade und den Stone holen. Ne, Moment. Doch. Doch, doch, bist richtig. Ah ja. Links rum. Links rum? Wenn du zum Kisten willst, geht's hier lang, ja. Okay. Ich sag ja, ich hab's ein bisschen verwirrt, weil er so ein Kreis. Ja, wir werden schon irgendwo, hoffe ich, auf Obsidian stoßen. Also so ist es nicht. So, hier hatte ich doch noch Stone drin und hier auch eine Menge. Ja. Ich mach mal kurz den Gang zu. Denn das ist jetzt ziemlich offen für die Gegner. Ja, ich hab's. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so im Kreis gelaufen bin, dass ich genau davor wieder rauskomme, ausgerechnet. Aber passiert. Und heilige Scheiße, ich muss meine Level investieren. Na, ich bin auch Level 12. So, meine Level reichen locker, um Schwert und eine komplette Rüstung zu verzaubern. Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, wir buddeln mal weiter. Weil auf der Suche ich auch nicht raus. Nach Wasser, Obsidian. Ja, irgendwas wird man doch, hoffe ich, finden. Ich weiß nicht, hast du das Wasser komplett zugebaut, also die Quelle, oder hast du nur drumherum gebaut? Ja, ich habe sie komplett zugemacht. Naja, schade. Ja, wir hätten, ich bräuchte nur kurz hochgehen. Weißt du was, das mache ich jetzt kurz. Achso, dann musst du den Eimer machen, ne? Ja, ich hol einen Eimer, ich hab schon einen. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe mich schon wieder mal verlaufen in meinem eigenen Tunnel. So, hier. Ich werde mal ein bisschen was da lassen. Eisner. Stone habe ich genug dabei. Da brennen wir doch gleich mal noch ein bisschen was. Okay, dann noch mal kurz futtern. Ah, da haben wir noch was Stone. Da nehme ich mir auch was ins Inventar. Und da brennt gerade was. Nehme ich mir das so, gleich. Ich gehe mal kurz nach oben. Habe ich das Wichtigste da gelassen? Ja. So, ich mache mal hinter mir gleich wieder zu. Ja. Sei vorsichtig. Muss ja im Prinzip nur raus, drei Schritte laufen, dann war da ja irgendwo direkt Wasser in dieser kleinen Sandgrube. Ja, es ist auch gleich der Sumpf hier. Ah, komm, gib mir Stein, danke, so. Da nämlich gerade was aufgemacht, was ich nie aufmachen wollte. Nicht hier. Wobei, hier war kein Wasser, oder? Da, wo ich vorhin unten war, ne? Nein, hier nicht. Aber ich erkunde hier mal ein bisschen die Höhle. Oh, Creeperlein! Ja, bei denen ist eher gefällt, dass sie Krach machen. Da muss man aufpassen. Ja, ich laufe hier schon immer schön. Oh, scheiße. Ja, was ist? Da hat's gerumst. Okay. Ach du Scheiße, eine Schlucht. Jetzt habe ich natürlich keinen. Na, ich sneak lieber lang. Lieber langsamer. Ich habe Wasser. Ich habe Wasser. Aber das Problem ist ja, ich kann die ja aus einer laufenden Quelle nicht rausnehmen, oder? Nee, muss ein stillstehender Block sein. Kann ich das vielleicht hier irgendwo so ein bisschen stauen? Also, was wollte ich jetzt? Ich wollte mir noch. Genau, ich brauche noch eine Eisenspitzhacke, sonst kann ich da nicht die Sachen abbauen, die mir da im Weg stehen. Und dafür brauche ich Holz. Sehr gut. Das ist natürlich jetzt doof. Da finde ich hier Wasser und kann nichts damit anfangen.
Wo kommt das denn her? Kommt das von der Oberfläche? Kann ich da kurz hochschwimmen? Sieht mir fast so aus. Ja, das kommt von oben. Jetzt wieder im Sneak-Modus abbauen. Ja, komm, lass mich raus, ich hab fast keine Luft mehr. Ach ja, ich komme direkt im Dschungel raus. Ach, der Dschungel, da werden so, gute Erinnerungen geweckt. Alte Zeiten. So, im Dschungel sage ich schon wieder, im Sumpf. Ich hol schon wieder meine eigenen Gänge rein, das ist ja unfassbar, wie ich hier rebuddel. Und jetzt hoffe ich immer noch, dass es meine eigenen sind, aber... So, doch, genau, die habe ich auch. Denn das Leuchten sieht man von oben im Wasser. Okay. Ja, mein Schwert zücken. Boah, ist hier eine Höhle. Riesig. Und der Gravel versperrt mir den Weg. Ach du Scheiße. Was los? Hast du was gefunden? Viel Gravel. Nein, da grabe ich außen rum. Keine Lust. Wo ging es jetzt zurück? Ich glaube hier irgendwo. Ja. So, zumindest schon mal einen Eimer Wasser. Ja, das der reicht schon mal ja. Gut. Also Lavaflächen, wo wir den drüber ausschütten können, haben wir, denke ich, genug gefunden hier unten. Ich denke auch. Das ist wieder nur Lapis Lazuli. Ein Diamant leider. So, wo ist meine Diamantspitzhacke? Wieso ist denn die Truhe offen? Ah, jetzt geht sie zu. Ich weiß nicht, ich war kurz eben dran, aber... So. Ah, Eisen. Oh, sogar. 2, 3, 4. Oh, 8 Stück mal mindestens Eisen. Schön. So, ich kümmere mich mal ums Obsidian. Ja. Oh, Munk habe ich auch schon die Kiste gelegt, also können wir direkt unseren Tisch machen irgendwo. So, Diamantspitzhacke. So, und ich bleib mal hier wieder auf der Shift-Taste. Ja, ich auch. Oh, Eisen, kommst du her? Wir brauchen 1, 2, 4 Obsidian, ne? 3 ja. Unten, einen in der Mitte. Genau, dann links und rechts jeweils einen Diamanten und oben drauf das Buch. Ja, ich glaube 2 Diamanten haben wir sogar noch. Wow, wir haben 4 Stück noch, ja. Wow. Das war jetzt knapp. Da kam mir die Lava entgegen. Wollte dir guten Tag sagen. Mhm. Bleibt der da? So, hier drunter bauen. Ah ja, mit der Eisenspitzhacke wird's natürlich nix. Ich kann auch mal wieder meinen Stein nehmen. Mein Eisen aufheben für Redstone und sowas, sonst. Ups. Hallo Lava. Ja, lustig, dass ich jetzt gerade irgendwo hier Wasser höre in der Nähe, ne? Ach, Raza ist draußen. Oder einfach nur nah unter der Oberfläche. Nee, ich glaube, die sind draußen. So, die Frage ist, wo bauen wir jetzt unseren Enchantment Table hin? Ich glaube, ich habe schon eine Stelle. So, ich grab einfach mit der weiter. So, warte, ich komme mal gerade zurück dann zum Enchantment Table. Ja, ich muss den auch noch schnell bauen. Ja, eine Eile. So. So, ich brauche ein Buch und 2 Diamanten, ne? Indiana Jones kommt zurück. Ich habe sogar ein Obsidian zu viel abgebaut. Unverschämtheit. Ja, sowas aber auch. Ach, da willst du ihn reinpflanzen. Jupp.
Also nehme ich mir mal gerade das Dia-Schwert, was mir offiziell gehört. Richtig.